Bitte, bitte, bitte. So, und los geht's. Kein Fehlstart jetzt am Anfang. Das wäre schon mal ganz schlecht. Ja, wunderbar. Schöner Start, auch wenn er schon wieder meilenweit vorne ist. Aber egal. Ich starte immer sehr ungern auf dem zweiten. Da werde ich immer so oft abgehängt in dem, auf der Strecke. Ah, ich hätte ihn beinahe runtergeschubst. Schade. Ja, und das ist jetzt wieder die Situation. Beide bekommen den Turbo nicht. Beide gurken wie sonst was. Das Problem ist, wenn mir sowas bei Kevin passiert, dann hole ich ihn nie wieder auf. Und wenn Kevin sowas passiert, dann holt er innerhalb von einer Runde wieder so viel auf. Das ist wirklich unfassbar. Vor allem auf 100 CC. Ich weiß nicht, wie eng der die Kurve hier nimmt. Das passt mir nicht in den Kopf rein. Okay, da habe ich jetzt schon wieder Mini-Turbo verpasst und da. Oh, schrecklich, wie ich fahre. Mein Gott, es ist Sonntag, 10 Uhr morgens. Was soll man da erwarten? Aber ja, noch ist Kevin noch nicht in Windschattenreichweite. Das ist schon mal ein gutes Omen. So, und jetzt ab geht's. Nur keine Fehler machen, möglichst failfrei fahren. Das war schon wieder viel zu hoch genommen, instant. Ui, da habe ich nochmal Glück gehabt. Oh, Gegendrift. Okay, jetzt hat er mich schon wieder. Hey, jetzt habe ich die Kurve auch mal eingenommen. Unfassbar. Ich sag, es geht. Es geht, wirklich. Es ist unfassbar. Ich bin so ein Tier. Jetzt fahre ich durch. Und jetzt, oh, das war schon wieder knapp vorm Abstürzen. Aber ich werde immer, wenn ich zu oft. Ne, jetzt hat der Windschatten gezogen. Jetzt gleich alles aus. Wenn die hinten die Kurve kommt, dann holt er mich. Naja. Wenn ich auf Regenbogen Frontrunner, genau, das hatte ich gesagt, dann werde ich meistens sehr zittrig, faillastig und ich bin auch dann wenig gesprächig und so. Wenn ich hinten bin, das ist auf vielen Strecken so, dann bin ich sehr locker. Gehe viel Risiko ein, aber verkacke auch nie was. Das ist das Schöne. Aber das sieht ja jetzt eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wenn jetzt. Kevin hat schon ein bisschen gefailt. Wenn ich jetzt die Kurve hier gut nehme, dann. Ja, das. Ah. Oh, es geht, es geht. Aber das sollte reichen. Das sollte reichen. Komm, zieh durch, Funky. Zieh durch. Das klappt. Ah ja, jetzt hat er nochmal gefailt. Ich glaube, das ist sicher. Das ist das sichere 2-2. Yes. Bam. Ja. Oh, was habe ich da jetzt schon wieder für ein Laut aus mir rausgebracht? Das ist unfassbar. Ich bin viel zu müde. Ich habe noch nichts gegessen und auch nichts getrunken. Wieso mache ich das dann überhaupt? Naja, ich wollte aufgrund einiger Wünsche eigentlich auch mal ein One-on-One hochladen, wo ich verliere. Und deshalb habe ich mir Kevin ausgesucht. Wenn das jetzt nicht der Fall wird, tut es mir echt leid, aber ja, Pech gehabt, ne? Nein, ich glaube nicht dran. Jetzt müsste ich ja eigentlich noch ein 3-1 holen und das ist. Ja, Regeln, Horstwechsel. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Normalerweise wechselt man für den zweiten GP immer den Horst. Aber viele Leute sind sich einfach viel zu faul dafür, sowas zu machen. Ich mache es grundsätzlich eigentlich. Ich meine, es sind Regeln. Macht man halt. Außer der Gegner besteht darauf, dass man selber weiter horstet oder er weiter horstet oder so. Und oftmals ist das Ergebnis ja schon im Non-Item-GP klar. Von daher muss man sich da um den Host eigentlich keine Sorgen machen. Trotzdem werde ich jetzt einfach mal hosten. Weil es halt Regeln sind. Also Kevin schreibt mir gerade in Skype, er muss einen Router restarten, weil es bei ihm leckt. Ja, und er meint, dass ich es nicht bin. Ich glaub's auch nicht. Ist alles dein scheiß Internet. Nein. Tut mir leid. So, jetzt stürzen wir uns wieder ins Vergnügen. Natürlich Funky und Bowser Bike, mein Markenzeichen. Ich nehme nie was anderes. Außer wenn es richtig flottrig kommt, aber das passiert nicht oft. Ja. Ja, soll ich noch irgendwas über Kampf um den Kurs erzählen? Ich weiß es nicht. Ich habe letztes Mal ja so einen kleinen Einblick gegeben, aber der war, glaube ich, weniger verständlich.
Ja, ich bin sehr aktiver Fahrer dabei und halte momentan 10 Strängen, ich glaube schon. Oder 9? Ach, ich habe keine Ahnung. Irgendwie so um den Dreh. Führe damit sogar die Liga an und wenn ich schaffen sollte, bis heute Abend die meisten Strecken zu haben, dann kriege ich sogar noch einen Award. Was sind Awards? Awards sind Gegenstände, beziehungsweise solche Medaillen, virtuelle Medaillen natürlich, die einem verliehen werden, wenn man irgendwas Besonderes schafft. Zum Beispiel seine Strecke fünfmal verteidigen hintereinander gegen irgendwelche Naps oder auch nicht. Ja, zehnmal verteidigen wäre dann Level 2. Ja, da gibt es dann so Aufstufungen. Dann gibt es noch andere, zum Beispiel 8 verschiedene Strecken irgendwann mal gehalten haben. Dann 6 verschiedene Strecken gleichzeitig halten. Ja, es gibt da sehr viel. Und von diesen Awards habe ich halt schon einige freigeschaltet. Freigeschaltet heißt halt zum ersten Mal, dass jemand den bekommen hat. Oh ja, das war nice. Auch wenn ich die Kurve richtig schlecht gefahren bin, aber es reicht. Ja, habe ich halt sehr viele freigeschaltet. Was auch daran liegen mag, dass ich mit Abstand der fast aktivste in der Liga bin. Neben Sanji. Du seist gegrüßt, Sanji. Du bist toll. Ich liefere mit Sanji nämlich immer irgendwann, na, irgendwelchen Abenden immer zwei One-on-Ones und die sind dann eigentlich immer recht nett. Und hier wird gebackspammt und er fährt rein. Jawohl. Wieso habe ich gewusst, dass das passiert? Ich bin ein Tier. Wenn das klappen sollte, hier ein 3-1 zu holen, Alter, ich beiß mir ins Ohr. Oder auch nicht. Genau. Hier legen wir nichts hin, weil ich da selber reinfahre in der dritten Runde. Anstelle lege ich auf die Zielgerade zwei Fake-Boxen. Das ist meistens sehr effektiv. Meistens hier eine und hier eine. Und er fährt in keine rein. Wieso war mir das klar? Immer wenn man es drauf ankommen lassen. Ja, ich fahr selber rein. Es ist so toll. Und er hat die Wolke. Er hat die Wolke. Ich bleib stehen. Ja, ui, was hab ich einen Lack, ey. Ich mach so einen Scheiß und dann. Ach. Danke, Spiel. Danke, Spiel. Oh, jetzt kann ich ja gurkig fahren, ne? Ja, aber ich muss sagen, auf 150 fahre ich an Teilstellen immer besser und an anderen Teilstellen immer schlechter. Zum Glück wirkt sich das auf den Item-GP meistens weniger aus. Außer man fährt wirklich in seine eigenen Fakes. Ich Depp. Naja. So, was habe ich über Kampf um den Kurs erzählt? Ja. Soll ich nochmal ganz von vorne anfangen? Ist, glaube ich, besser. Ein Event, das von unserer Seite mk-wii.de ausgerichtet wird. Ja, was genau das ist, habe ich im letzten Video schon erzählt. Ich wollte nur noch mal die Internetseite aufrufen. Können ja Leute, die sich das Video angucken, vielleicht mal drauf gehen, eventuell sogar mitmachen. Es ist eine tolle Seite. Vielen Dank an die Leute, die die machen. Ja. Und wie gesagt, ich bin da sehr aktiv in diesem einen Event, Kampf um den Kurs. Und ja, hab mich letzten Wochen meistens so mit Sanji drum gebettelt, die meisten Strecken zu holen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die besten Fahrer sind. Ich würde einfach sagen, dass viele gute Fahrer einfach zu inaktiv in dem Event sind. Und wir deshalb so weit vorne sind. Aber ich denke mal, wir heben uns teilweise schon von Gegnern ab. Jetzt hat Kevin Fehlstart gemacht. Ich meine, hier geht es um viel. Da darf ich niemandem was schenken. Da bleibe ich nicht stehen beim Fehlstart. Das ist zu fair. Ich will ja nicht Assi sein. Okay, ich bin Assi, aber. Mein Name Sozi bezieht sich ja auch teilweise ironisch auf diese Forderung, sozial zu sein. Ich bin nicht sozial. Das müsst ihr euch merken. Das ist alles nur Ironie, Sarkasmus, was auch immer. Das ist ein komischer Name, der mir irgendwann in meinen anfänglichen Wii-Jahren gekommen ist. Ja, wie bin ich denn darauf überhaupt gekommen? Ich habe keine Ahnung. Jeder stand. Also bei Wii Sports oder generell bei Mii Channel, ich weiß es nicht mehr, irgendwo da, stand man soll seine Miis nicht mit seinen eigenen persönlichen Angaben füllen.
persönliche Angaben habe ich damals verstanden, da man ja nur den Namen aussuchen konnte, dass man den Namen nicht so nennen soll wie seinen Vornamen. Ich weiß, das ist ziemlich blöd, aber keine Ahnung. Ich war damals noch klein und naiv und was auch immer. Und da habe ich mir gedacht, suchst du dir einen anderen Namen für dein Mi und dann ist irgendwie Sozi daraus geworden. Ich weiß nicht warum. Das war eine persönliche Eingebung oder so. Die ist mir von ganz oben gekommen. Ja. Also aus dem Hirn, genau. Genau das habe ich damit gemeint. Ja, aber jetzt gerade nochmal zum Match. Ich find's toll. Irgendwie fällt Kevin gerade. Wenn ich jetzt das Rennen hier gewinne, dann sieht's echt gut aus. Und sollte ich ihn tatsächlich schlagen, das wäre ja wohl die Härte. So, diesmal fahre ich nicht in meine eigene Fake. Diesmal bin ich nicht so blöd. Ja, ich muss sagen, mein erstes Match gegen Kevin war echt so episch. Da habe ich, keine Ahnung, Non-Item noch gerade so auf ein 2-2 gebracht. Und im Item-GP habe ich es irgendwie geschafft, einen Blue Shell die ganze Zeit zu halten. Dann wollte ich ihn auf der letzten Rampe runter, also runterschmeißen mit dem Blue Shell. Und das Problem dabei war, dass der Blue Shell kam nicht an und er war schon wesentlich weiter und ist dann genau auf dem Turbostreifen, den wir jetzt da vorne sehen, stehen geblieben, weitergefahren und ich bin in dem Zeitpunkt gerade hinten durchs Item gefahren, durchs letzte Item der Runde und da habe ich mir so gedacht, ja, ziehst du mal einen roten oder so und versuchst ihn noch zu ownen damit und was ziehe ich? Noch ein Blue Shell, genau. Das kam dann recht Cheater-like rüber.